uns ist das Gegenteil. Wir machen alles größer und bunter, Color the World eben. Und manche wissen vielleicht, ich habe ein großes Faible für, gut, vorgestern waren wir nicht so weit, da waren Assel und Jochen noch nicht so weit wie heute, hätte ich gesagt, Jochen. Dann sage ich heute, ich habe ein großes Faible für Italien und einfach ein Land von unglaublicher Farbenvielfalt, wunderschönen Landschaften, lebhaften Städten, naja, und Menschen sehr gastfreundlich und offenherzig. Also was soll ich sagen, ich liebe dieses Land und deswegen freut es mich auch besonders, dass ich euch diese Teil der Sommerinfos präsentieren kann. Und es gibt was zu präsentieren, denn wir haben für 2015 einen eigenen Jahnreisen-Italien-Katalog aufgelegt. Und auf über 300 Seiten findet ihr sehr viele Angebote mit eigener Anreise, aber auch pauschal mit Flug. Und natürlich auch außergewöhnliche Rundreisen oder besondere Adressen in Ecken Italiens, an die ihr vielleicht vorher gar nicht so gedacht habt. Und natürlich durch den Katalog hindurch Frühbucherrabatte bis zu 25%. Ich mache euch mal ein Beispiel für eine Rundreise. Objektiv Toskana. Und alle, die jetzt nicht nur mit dem Handy Fotos machen, so zwei, drei Fotoapparate habe ich hier tatsächlich auch gesehen, die wissen, worum es geht. Genau. Wir haben hier einen professionellen Fotografen, der uns begleitet auf den Spuren Michelangelos. Wir sehen das verschlafene Luca, aber auch das pulsierende Florenz und natürlich die sanfte Hügellandschaft des Chianti. Und das bei bestem Licht. Also eine irre Kombination aus italienischer Lebensfreude und tollen Insider-Tipps vom Fotografen. Aber jetzt bist du ja gerade als Steve Jobs vorgestellt worden, der Apple-Begründer. Und ich darf jetzt noch nicht mal mit meinem iPhone mehr Fotos machen, oder was? Okay, der Steve Jobs kommt von Mattes. Ja, okay. Aber sagen wir so, wenn dein Smartphone-Hersteller irgendwann mal nicht immer nur kleiner denkt, sondern mal wieder größer, gibt es möglicherweise demnächst noch Objektive, die du auf das iPhone, wie sagt man, draufschrauben, kleben, pappen oder irgendwas ganz. Und dann bist du auch gut aufgehoben bei dieser Tour. Okay. Ja, eine richtig abgefahrene, besondere Adresse, Mattes hat es ja gerade schon vorgestellt, die besonderen Adressen möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, das Sexantino Le Grotte della Civita. Und Leute, glaubt mir, wenn ich kein Puder im Gesicht hätte, dann würdet ihr meine Schweißperlen hier sehen, bis mir der Name flüssig über die Lippen gegangen ist. Das ist toll. Wir haben uns aber überlegt,